Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute aus München. Heute haben wir Stammtisch und trotzdem eine frisch gepresste Folge, die voraufgezeichnet ist für euch. Heißt also nichtsdestoweniger frisch gepresst. Wir haben heute Themen für euch vorbereitet, die wir bestimmt auch auf dem Stammtisch heute Abend besprechen werden. Carsten S. aus M. also quasi von dort, entscheidet sich vielleicht für 737 Max in der Lufthansa-Flotte. Besprechen wir. Wir haben dann die lustige Lufthansa Airlines, auch aus München. Die haben Personalkosten gespart. Und ich sage euch, wie viel. Dann geht es weiter mit der JetBlue. JetBlue verliert Amsterdam, nicht weil sie keinen Bock mehr haben, sondern weil die Slots denen abgenommen worden sind. Und jetzt wisst ihr, warum sie beim Department of Transportation so zickig sind auf KLM. Weiter geht es dann mit Lufthansa. Lufthansa versucht, den Senatorstatus an den Mann zu bringen für alle, die ihn nicht erflogen haben. 200.000 Prämienmeilen oder 2.000 an Cash. Wir besprechen, ob sich das lohnt oder nicht. Übrigens gab es dieselbe E-Mail für Hons, aber da gab es leider nicht das Angebot, den Hon zu kaufen für 8.000 und 8 Millionen Meilen. Ich weiß es nicht. Das nur als Disclaimer. Jetzt an dieser Stelle, wie immer, mit diesem herrlichen Licht, mit der Beflutung. Und ihr seht ja hier, glaube ich, die die Sonne, da ist es. Das ist nicht die Sonne, das ist die Lampe, die mir ins Gesicht scheint und mich halb erblinden lässt. Aber man muss halt auf Reisen mit allem arbeiten, was man hat. Deshalb, liked den Kanal, gebt mir eure Liebe in Form von Abos, von Kommentaren, in Kanalmitgliedschaften, vielleicht sowas in der Richtung, das mag der Lars. Danke, dass ihr heute wieder schaut und natürlich auf dem Stammtisch werden wir natürlich die Premiere auch schauen. Wie man so schön im Englischen sagt, this said, ist es so, dass wir werden jetzt anfangen. Das machen wir. Genau so ist das. Und zwar Lufthansa 737 MAX. Und da dachte ich doch, als ich das wieder gelesen habe, ich lese nicht richtig. Carsten S. hat gesagt, man überlegt wirklich ernsthaft, die 737 MAX in die Flotte zu holen. Wir hatten das ja schon mal besprochen. Es kamen Kommentare von euch wie, ne, ist ja irgendwie so billig und so weiter. Also das ist nicht so die Qualitätsanmutung, die man hat. Und da muss ich euch ehrlicherweise sagen, ja, die 737 MAX ist ein Flugzeug, was irgendwie gedoomt ist. Ja? Aber ich verstehe auch Carsten S., weil er möchte hier natürlich diversifizieren. War eine Fluggesellschaft mit der Größe, die Lufthansa hat, kann man natürlich auch verschiedene Teilflotten bringen. Und man sieht ja jetzt auch an den 220ern, an den 320ern mit den neuen Triebwerken, also die Neos, dass es dort Probleme gibt. Und diese Probleme, die man hat, kann man abfedern. Lufthansa hat jetzt zum Beispiel auch, dass sie im Gegensatz zu anderen 100 Tage weniger brauchen, um Triebwerke zu warten. Heißt also, sie haben dem Wettbewerb gegenüber einen Vorteil. Sie haben auch einen Vorteil, weil sie zertifiziert sind, diese PWG 1100G oder wie die heißen, zu warten. Ja? Also damit macht Lufthansa Geld. Aber Lufthansa macht halt kein Geld mit den Flugzeugen. Das sind so 40 Stück, 50 Stück, die dann am Boden bleiben über einen längeren Zeitraum. Rotierend natürlich. Und da muss man dann natürlich ehrlich sein und muss dann sagen, ja, da ist es natürlich besser, dass man nicht auf einen Hersteller setzt. Aber Eurowings ist ja zum Beispiel nicht betroffen von der ganzen Triebwerksgeschichte, weil die nicht die Triebwerke haben. Die haben keine Pratt & Whitneys. Ja, die haben keine Pratt, weil die haben die von einem Wettbewerber. Und damit haben die natürlich diese Möglichkeit. Und auch alte Flugzeuge,
in Anführungsstrichen, die werden weiter betrieben, um diese Lücke zu füllen. Aber man möchte halt einfach, nachdem die Quartalszahlen ja auch von der Lufthansa rosig ist, trotzdem diversifizieren, dass man also die 737 MAX in die Flotte reinholt. Die Lufthansa hatte ja schon die 737. Und zwar, die hatten ja die 100, 200, 300, 400, glaube 500 sogar. Und die letzte ist ja dann verabschiedet worden. Und Carsten S. Punkt, wie ihr an dem Thumbnail heute seht, ich hoffe, ich mache das Thumbnail noch, ich habe noch gar nicht überlegt, hat ja der letzten Crew, die dieses Flugzeug geflogen ist, also im Herbst 2016, einen Blumenstrauß übergeben. Ich fand, das war ein bisschen traurig, wie es aussah, aber ihr könnt ja selber gucken und sagen, was ihr denkt. Aber ich denke mal, dass es für diesen Flieger aus der Lufthansa-Sicht vielleicht doch durchaus Sinn macht, damit man halt nicht so abhängig ist. Und die Lufthansa hat ja den Dackel, ich glaube, so war der Name von dem Flugzeug, benutzt. Also insofern, es ist kein schlechtes Flugzeug. Es ist halt einfach nur, dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen müssen, dass es wie bei vielen Flugzeugen gab es bei der DC-10 ja übrigens auch am Anfang Probleme und dann wurden es gefixt. Frachttür, die wegflog und solche Scherze. Da muss man halt der Ehrlichkeit halber dann sagen, ja, vielleicht müssen wir da unseren inneren Schweinehund überkommen. Aber was die Qualität ausmacht einer Airline, ist nicht nur das Flugzeug, sondern auch die Sitze. Das heißt also, wenn man diese Gartenstühle da drin einbaut und dann solche High-Density-Bestuhlung macht und dann Scheißhäuser einbaut, wo du echt das Gefühl hast, du kommst nicht raus und rein, ohne dass du irgendwelche Körperteile einklemmst, sondern in Weichteile, dann das ist das Problem. Also wenn man ordentliche Sitze einbaut, und wir sehen das ja zum Beispiel bei den Freunden von Fly Dubai, die haben ja eine ordentliche Business Class drin, dann spricht da in meinen Augen nichts dagegen. Deshalb also diese Qualitätsanmutung würde ich nicht so akzeptieren. Aber deshalb spontan die Frage des Tages. Was haltet ihr von der 737 MAX in der Flotte der Lufthansa? Seid ihr der Meinung, dass das Flugzeug eher diese Anmutung des Billigen hat? Oder ist es dann doch am Ende die Kabine? Und dann wollen wir mal ehrlich sein. Wie viele Leute wissen denn überhaupt, was für eine Bude da draußen steht und wo sie einsteigen? Das sind ja wir nur, die halt wissen, ja, das sind 321, ne, der ist ja gebaut worden in 2008, Produktionsnummer, weil wir alle auf Flightradar gucken und dann wie so Flugzeugporn drauf starren. Aber rein theoretisch, Kreti und Pleti, die wollen ja nur von A nach B und Hauptsache billig. Ja. Denn Hauptsache billig, das ist das nächste Thema, was wir haben und das ist das Thema von den Freunden Lufthansa Airlines. Und Lufthansa Airlines, die haben ja hier in München das Ganze neu gegründet. Die AOC ist ja auch so, um halt Personalkosten zu sparen. Und das ist ja auch das, was Freddy und ich gesagt haben. Mario ja auch. Ihr ja auch. Also insofern. Und wenn man sich das anguckt, wenn man die fliegt, ist es so, dass die Tarifverhandlungen dafür ja begonnen haben. Und City Airlines wird in den Vergütungstarifvertrag mit zweithöchsten Gehältern aller Airlines in Deutschland haben, nach der Lufthansa Mainline nur noch vor Eurowings, Discover und Wettbewerbern. Aber sie sparen halt Geld, wenn es Lufthansa City fliegt oder Lufthansa Airlines City, ich weiß nicht, egal wie die Bude heißt. Auf jeden Fall ist es so, dass damit natürlich die Gehälter halt reduziert werden sollen. Und man möchte, und das ist die Zahl, trotzdem rechnet Spohr bei der City Airlines mit Einsparungen an Personalkosten von 1-2%, nee Quatsch, von 1-2 Millionen Euro pro Jahr und A320. Also das heißt, pro Flugzeug 1-2 Millionen gespart an Personalkosten. Und da müssen wir natürlich sagen, ja, kann man verstehen. Und die wollen ja, wenn wir uns die Zahlen mal angucken, die wollen ja für die 220er oder die 319er und die Embraer A2 wollen die ja, also in dieser Größe, wollen sie ja jeweils 40 Stück haben, also 80 in Toto. Und wenn du dann 40 mal eine Million hast, hast du 40 Millionen. Hast du 80 mal eine Million, Entschuldigung, hast du 2 Millionen, dann hast du 80. Das heißt also, der spart alleine 40 bis 80 Millionen an einem. Und deshalb, ja, kann ich verstehen. Ist aber natürlich für die Mitarbeiter bescheiden. Also da haben wir jetzt Zahlen und wissen es jetzt auch. Sie machen es nicht, weil es hübsch ist, sondern sie machen es einfach, weil pinke, pinke. Wo auch das Ganze um pinke, pinke geht, das sind die Freunde von JetBlue. Die haben ja jetzt geschossen gegen die KLM und haben ja auch gesagt, dass die KLM da irgendwie gegen Open Skies verstößt. Und zwar in Form, weil die Regierung das macht. KLM ist jetzt auch eigentlich ehrlicherweise das Opfer. Und dadurch ist es so, dass man natürlich diese Grenzwerte und alles reduzieren möchte. Deshalb will man die Route den JetBlues wieder abnehmen. Weil sie haben ja angefangen von Boston, von New York aus
was haben sie denn geflogen? London, dann haben sie ja geflogen Paris und jetzt auch Amsterdam. Und jetzt nimmt man die weg. Und damit ist es so, dass man die Obergrenze von 552, nee, Quatsch, von 452.000 von 500.000 kommt. Und damit ist dann JetBlue ein Opfer. Und man möchte natürlich da auch den Fluglärm reduzieren. Aber ich kann auch JetBlue verstehen, wenn da dann natürlich Slots abgenommen werden. Und das ist einfach so, dass natürlich die Airlines mit historischen Slotrechten 3,1% ihrer Lande- und Startzeiten verlieren werden. Und Neueinsteiger verlieren die Rechte natürlich komplett. Das ist irgendwie so natürlich auch nachvollziehbar, wenn du so Grandfather Rights hast, wo dein Opa schon im Krieg von geflogen ist, dann ist das natürlich okay oder mehr okay als bei den anderen. Aber wie gesagt, ihr könnt hier auch unten antworten und sagen, versteht ihr JetBlue und sagt, ja, da ist JetBlue, heute übrigens ohne T-Shirt, aber dafür mit Blueberry-Saft-Fleck. Das ist, das Licht flackert ein bisschen, aber ich hoffe, das Ambiente stört euch nicht. Naja, nur gut, das Wetter ist draußen auch ein bisschen traurig, aber gut. Also inwieweit ihr das versteht, dass man bei JetBlue da ein bisschen pissig ist und sagt, das lasse ich nicht mit mir machen. Ich verstehe sie vollkommen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt und was ihr dafür Kommentare liefert. Dann sind wir schon wieder bei 11 Minuten 26. Ich wundere mich immer, warum es so lang wird. Ich dachte, machst du eine kurze Sendung, gerade so 8 bis 9 Minuten, wackelst noch am Tisch. Und dann sind wir doch wieder länger. Aber jetzt kommt das letzte Thema und zwar ist das, Lufthansa Miles & More. Gestern haben unsere Kunden E-Mails bekommen, wo sie gesagt haben, gekriegt haben, ja, also sie sind vom Horn Circle Status noch so und so lange entfernt. Und dann gab es eine E-Mail, wo drin stand, bitte vergessen Sie nicht, Ihren Status zu sichern, Senator. Und jetzt geht es weiter. Also das heißt, man kann eine einjährige Verlängerung bekommen, wenn man 2.000 Euro bezahlt. Ich meine, ich sage das nur am Rande, man kriegt dir nicht mal eine ordentliche Rechnung dafür. Du kannst noch nicht mal steuerlich absetzen, irgendwie originalrechtlich, weil Lufthansa zu blöd dazu ist. Das ist ein Problem. Aber das andere ist ganz einfach, dass man natürlich 200.000 Meilen umschubbeln kann, also Prämienmeilen in den Senator-Status. Man hat einen Unterschied. Man bekommt jetzt 2 E-Voucher, anstatt nur einen, den man vorher bekommen hatte, weil ja ab 2024 diese einjährige Regelung besteht. Das ist jetzt eine Neuerung, wo ich sage, die 2.000 kann man wieder im Value reduzieren, wenn man die 2 E-Voucher reinknallt. Und da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, das ist in Ordnung. Und man muss natürlich das Ganze über eine Landingpage machen. Und man muss natürlich auch wissen, ja, man muss den Senator gehabt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, hey, Halleluja, ich will. Ne? Also das heißt, ihr müsst den Senator-Status gehabt haben, um ihn zu verlängern, um ein Jahr. Und macht es Sinn, das zu machen? Es kommt drauf an. Für mich würde es keinen Sinn machen, weil ich nicht mehr so viel Lufthansa fliege. Ist einfach so. Aber ich habe ja noch meinen Senator nach meinem Horn. Ihr wisst ja, nach dem Horn ist Senator. Und wenn man halt wirklich in Europa viel fliegt mit Lufthansa Group, dann ist das absolut in Ordnung. Und es ist auch wesentlich einfacher, zumal es ja auch nur ein Jahr den Status, also diesmal wird es noch 2 Jahre verlängern, aber dann ist der Status ja eh nur noch ein Jahr gültig. Heißt also, das ist vielleicht billiger als so ein Status ran, weil wir haben auch einige Kunden, die wesentlich mehr als 2.000 bezahlt haben, auf 2 Jahre gerechnet, wenn es über 4.000, um den Status zu bekommen, weil die Flüge so teuer geworden sind. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass die Lufthansa-Geschichte relativ teuer ist, weil natürlich die Meilentickets teuer sind beim Copay. Aber auf der anderen Seite kannst du einen Companion Award nehmen. Also es ist alles, wie gesagt, eine persönliche Sache. Und ich denke mal, man muss halt wirklich gucken, wie es da für euch ist. Der Status wäre dann nämlich gültig bis Februar 2025, wenn ihr in 2024 liegt. Und es ist halt wirklich wichtig, diese E-Voucher, die 2 Stück, die haben ein Value in meinen Augen von 8 bis 1.000 Euro, so round about. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, dann wären es nur noch ein Taui. Also, überlegt, aber schreibt unten in die Kommentare rein, ob ihr den Senator-Status kaufen würdet oder ob ihr ihn vielleicht gekauft habt oder kaufen werdet. Deshalb danke ich euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt daran, die Frage des Tages zu beantworten. Und morgen wieder vielleicht aus dem Studio, muss ich gucken. Aber heute halt hier aus
München, um zum Stammtisch. 4 Uhr geht in 2 Stunden los. Also, danke, dass ihr heute da wart. Bis morgen zur nächsten frisch gepressten Ausgabe. Und ich bin hier jetzt raus und für euch gibt es noch den Abspann. Also, bis dann. Ciao. Thank you.